Disney wollte Szene zensieren. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und andere Länder im Nahen Osten zeigen Leid hier nicht. Wie Variety berichtet, liegt es an einer gleichgeschlechtlichen Kussszene im neuen Pixar-Film. Lightyear ist ein Prequel zu den Toy-Story-Filmen aus der Trickfilmschmiede Pixar. Es erzählt die Geschichte des Astronauten Buzz Lightyear, der Vorlage der gleichnamigen Actionfigur aus Toy Story. Eine Rolle im Film spielt auch die lesbische Raumfahrerin Alicia, die ihre Partnerin auf den Mund küsst. Vereinigte Arabische Emirate ziehen Genehmigung zurück. Die Szene war offenbar zu gewagt für die Länder der arabischen Halbinsel. Dabei hatte Lightyear zunächst die Zensur der Vereinigten Arabischen Emirate passiert. Doch nach Protesten in sozialen Medien wegen der Beleidigung von Muslimen und dem Islam machten die Verantwortlichen laut Variety einen Rückzieher. Andere Länder in der Region, die Variety außer Kuwait nicht namentlich nennt, zeigen den Film auch nicht. In Saudi-Arabien hatte es Pixar-Mutterkonzern Disney erst gar nicht versucht. Dort hatten es hauseigene Filme wie Doctor Strange in the Multiverse of Madness oder Eternals zuletzt nicht durch die Zensur geschafft. Grund waren ebenfalls homosexuelle Figuren. Disney hat die Szene selbst zensiert. Pikant an der Sache, Walt Disney Pictures hatte die umstrittene Szene zunächst selbst zensiert. Erst nach einem offenen Brief von Pixar-Mitarbeitern legte der Entertainment-Gigant ein. Disney hege generell Vorbehalte gegen fast jeden Moment offenkundig homosexueller Zuneigung, wie es in dem Brief heißt. Und das, obwohl sich Disney öffentlich betont divers und tolerant zeige. Lightyear startet am 16. Juni in den deutschen Kinos, in den USA einen Tag später. Spot on News.